Autos sind nicht für jeden attraktiv. Ein großer Teil der Bevölkerung ist ein Motorradfan. Sie sind nicht nur viel mobiler und einfacher zu handhaben, sondern ermöglichen es dir auch, mit Stil zu reisen. Außerdem ist es unbestreitbar, dass viele Männer davon träumen, ein rasantes, wahnsinnig schnelles Driftfahrzeug zu besitzen. Da die Nachfrage nach aufregenden und effizienten Motorrädern immer größer wird, haben mehrere Unternehmen im Laufe der Jahre wunderbare Motorradmodelle entwickelt. Es gibt Motorräder, auf denen du während der Fahrt trainieren kannst. Und wusstest du, dass sich manche Motorräder sogar innerhalb weniger Sekunden von einem Einrad in ein Motorrad verwandeln können? Wenn sich das nicht spannend anhört, solltest du bis zum Ende bleiben, denn Fahrzeug Nummer 1 wird dir den Atem rauben. Schauen wir uns also ohne Umschweife diese verrückten Motorräder an, die es da draußen so gibt. Nummer 10. UNO transformierendes Motorrad. Mach dich bereit für ein Motorrad, das sich direkt vor deinen Augen von einem Einrad in ein Motorrad verwandelt. Der UNO-Roller ist mehr als das, was man auf den ersten Blick sieht. Er ist ein getarntes Einrad. Auch wenn Elektroroller den ganzen Hype verdienen, weil sie so funktional und aufregend sind, lassen sie sich leider nicht in Einräder verwandeln. Aus diesem Grund ist das UNO ein kompletter Gamechanger. Nach Angaben des Herstellers bleibt das Motorrad während des Übergangs stabil. So kannst du weiterfahren, während du durch die Luft fliegst. Wenn es sich in ein Zweirad verwandelt, hat das Fahrrad dank seiner Miniaturgröße einen Wenderadius von 1 Meter und kann mühelos in der Wohnung verstaut werden. Wenn du UNO den ersten echten Transformer der Welt nennst, liegst du damit wahrscheinlich nicht falsch. Nummer 9. Vollmond. Der Legende nach könnte der Vollmond eine Rolle spielen, wenn ein einzigartiges Ereignis stattfindet. Nun, dieses Motorrad ist nicht weniger als ein Wunder. Das Vollmond-Konzept-Motorrad wurde von Agropovic, einem slowenischen Unternehmen, entwickelt. In über 800 Arbeitsstunden wurde es mit einem S&S Knucklehead-Motor mit 1524 Kubik Hubraum und 2 modifizierten, maßgefertigten Agropovic-Auspuffen ausgestattet. Die Karosserie und der Rahmen sind Erweiterungen der Auspuffanlage, die komplett aus Blech gefertigt sind. Das Aussehen ist so ziemlich das, was es von einem anderen, normalen Motorrad abhebt. Das Agropovic-Konzept bietet weitere verbesserte Leistungsmerkmale, wie zum Beispiel eine automatische Lenkung, um die Anzahl der sichtbaren Kabel zu reduzieren. Außerdem kann die hydraulische Federung das Motorrad aufrecht halten, wenn es geparkt wird. Der Name Vollmond kommt von dem massiven 30 Zoll Vorderrad aus Aluminium und Carbon, das zum Blechrahmen und zur Karosserie passt. Nummer 8. Quattro 4 Steinbock. Das ist der Quattro 4 Steinbock, ein vierrädriger Kipproller, der dich überall hinbringen kann. Steinbock ist das charakteristische Tier, das in den Schweizer Bergen heimisch ist. Dank seiner 4 Beine findet das Tier auch auf den felsigen Hängen immer den sicheren Halt. Das sagt dir alles, was du über das Quattro 4 Steinbock wissen musst. Das hydraulische Kippsystem ermöglicht ein präzises und stabiles Fahren auch bei den härtesten Straßenverhältnissen. Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal dieses Bikes ist das Allrad-Bremssystem, bei dem jedes Rad über eine eigene Bremsscheibe und einen Bremssattel verfügt. Außerdem verfügt das Motorrad über ein 42 Liter Aluminium-Topcase, eine verstellbare Windschutzscheibe mit Navi-Halterung, zusätzliche Scheinwerfer und sportliche Handprotektoren. Ein 350 Kubik Einzylindermotor mit integriertem Differential für doppelte Traktion hinten treibt das Motorrad an. Nummer 7. Renard GT. Der Renard GT ist ein tadelloser Kohlefaser-Roadster, der trotz seines atemberaubenden Charakters und seiner Hightech-Technik leider nie im Rampenlicht stand. Er hat ein Trockengewicht von 170 Kilogramm und einen großzügigen 17-Liter-Tank, der eine gute Autonomie für längere Fahrten bietet. Auch wenn der Solositz kein Gepäck zulässt, macht die Fahrt trotzdem Spaß. Das Fahrzeug kann eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h erreichen, was den Fahrspaß noch erhöht und es zu einem Höllentrip macht. Technisch gesehen ist das Beeindruckendste am Renard GT die tragende Karosserie. Es gibt nichts Vergleichbares auf der ganzen Welt. Nummer 6. Rhino Bike. Manche Leute mögen behaupten, dass Rhino in vielerlei Hinsicht weniger als ein Motorrad ist. Aber dieses einrädrige, elektrisch betriebene Fahrzeug ist so viel mehr. Es ist eine Maschine, die keinen größeren Fußabdruck hat als du selbst. Es kann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 16 km/h fahren oder auch so langsam wie ein gemütlicher Spaziergang. Je nachdem, worauf du Lust hast.
Mit Rino kannst du dich ganz natürlich unter die Leute mischen. Es ist das erste persönliche Mobilitätsgerät, das dich mit anderen Menschen verbindet, anstatt dich von ihnen wegzubringen. Ähnlich wie andere elektronisch stabilisierte Produkte setzt auch Rino auf die gleiche Gleichgewichtstechnologie. Die Technologie nutzt einen Beschleunigungssensor, der weiß, wo der Mittelpunkt der Erde liegt, einen gyroskopischen Sensor, der Neigungswinkel erkennt, und eine Reihe von Motoren, die das Rad unter dem Schwerpunkt hin und her bewegen. Nummer 5. Taurus 2x2. Wenn du ein Motorrad-Enthusiast bist, musst du dir das russische Taurus 2x2 unbedingt ansehen. Das 2x2-Antriebssystem und die abnorm großen Reifen ermöglichen es auch weniger erfahrenen Fahrern, das schwierigste Gelände zu durchqueren. Ein weiterer Vorteil, der das Motorrad von seinen Konkurrenten abhebt, ist, dass das Gewicht zwischen 47 und 74 Kilogramm variiert. Manche Untergründe könnten selbst für ein Fahrzeug dieser Klasse unpassierbar sein. Dank des einstellbaren Gewichts kann die Oberfläche durch einfaches Übertragen des Motorrads überwunden werden. Das Fahrzeug ist in zwei verschiedenen Versionen erhältlich, dem Taurus 2 und dem Taurus 2M. Der Taurus 2 ist leichter und hat Niederdruckreifen, während der Taurus 2M mehr Gewicht mitbringt. Der Taurus 2M hat zwar mehr Gewicht, aber auch mehr Leistung und strapazierfähigere Reifen. Nummer 4. Yamaha Motorroid. Stell dir eine Maschine vor, die so etwas wie ein Lebewesen ist. Nun, Yamaha ist hier, um deine Fantasie Wirklichkeit werden zu lassen. Nach Angaben des Herstellers wird der Motorroid eine künstliche Intelligenz nutzen, die es dem Motorrad ermöglicht, seinen Besitzer zu erkennen und mit ihm zu interagieren. Das Motorrad wird sich sogar um den Fahrer herumwandeln. Siehst du die bizarr aussehenden Arme des Sitzes? Sie sollen den Fahrer umarmen und für optimale Sicherheit während der Fahrt sorgen. Der obere Teil der Verkleidung hebt und senkt sich und die Vorderradgabel wird während der Fahrt elektronisch gesteuert. Dieses Motorrad weiß, wann du es brauchst und zieht vor dir her. Es weicht sogar dem Verkehr aus, ohne dass du eine Navigations-App aufrufen musst. Intelligenter können Fahrzeuge nicht sein. Nummer 3. Lopifit Walking Bike. Wenn du eine gesunde Bewegungsroutine in dein Leben einbauen möchtest, aber keine Zeit dafür findest, dann haben wir hier eine geniale Lösung für dich. Das Lopifit Walking Bike ist eine völlig neue Art der Fortbewegung. Es handelt sich um ein elektrisches Laufrad, das deinen Körper vom ersten Schritt an in Bewegung bringt. Es ist umweltfreundlich und hinterlässt keinen ökologischen Fußabdruck. Andere Arten von Motorrädern können schädliche Auswirkungen auf deinen Körper haben, die beim Lopifit so gut wie ausgeschlossen sind. Dieses innovative und einzigartige Motorrad verwendet Lithium-Ionen-Batterien mit hoher Kapazität, mit denen du bis zu 80 km pro Ladung bei einer Geschwindigkeit von 32 km/h zurücklegen kannst. Es ist die praktikabelste Form des Nahverkehrs, mit der du dich auch noch fantastisch bewegen kannst. Nummer 2. Kawasaki J-Concept. Kawasaki hat das Design aus dem 19. Jahrhundert ins 21. Jahrhundert geholt, indem sich die Maschine an uns anpasst und nicht andersherum. Das nenne ich futuristisch. Das elegante Federungsdesign verändert die Spur des Vorderrads von sehr schmal im Sportbike-Modus zu breit im Touring- und Cruise-Modus. Die Sicherheitsvorteile sind für jeden Fahrer offensichtlich. Das J-Konzept verfügt auch über einen Angriffsmodus, bei dem das Motorrad viel aggressiver auf den Boden gesenkt wird, um die Aerodynamik zu verbessern, auch wenn dies zu Rückenschmerzen führen kann, wenn man bedenkt, wie stark der Rücken des Fahrers gekrümmt wird. Das dreirädrige Konzept ist nicht ganz neu. Das allererste Konzept wurde bereits 2013 vorgestellt und laut dem Präsidenten des Unternehmens ist das J-Konzept auf dem Weg, die attraktivste Möglichkeit einer anpassungsfähigen Transportplattform zu erkunden, die Spaß macht, einfach ist und bequem. Nummer 1. Das Yike Bike. Hier ist ein Motorrad, das viel Lob für sein Design und seine Innovation erhalten hat. Und das aus gutem Grund. Das Yike Bike ist ein vollelektrisches Faltrad, das von einem Team erfunden wurde, das es wagte, die Welt zu verändern und den Individualverkehr zu revolutionieren. Es sorgt für maximale individuelle Autonomie. Das bedeutet Freiheit von Staus, Berufsverkehr, Parkplatzproblemen und Benzinrädern. Es ist an der Zeit, sich von all diesen Ärgernissen zu verabschieden. Jedes Teil des Motorrads wurde aus einem bestimmten Grund entworfen und perfekt platziert. Sein kompromissloses Design mit strukturierten, klaren Linien bringt sowohl Form als auch Funktion in Einklang. Mobiler und bequemer kann ein Fahrzeug nicht sein. Also kommentiere unten, welches dieser Motorräder dich am meisten umgehauen hat. Vergiss nicht, das Video zu liken, Tag Join zu abonnieren und wir sehen dich im nächsten Video wieder.